Forschungsinstitute wie das Fraunhofer IPK oder die TU Berlin spielen eine Riesenrolle für den Standort Berlin. Das größte Highlight, ehrlicherweise, war, dass wir nach fast 3 Jahren Corona-Pandemie erstmalig unser produktionstechnisches Kolloquium hier wieder bei uns im produktionstechnischen Zentrum ausrichten durften, mit über 200 Teilnehmern und auch ca. 40 Referenten und Referentinnen. Maschinenbauer, Mechaniker denken anders als IT-Kollegen und Softwerker. Die Unterschiede sind erheblich. Das haben wir bei Festo auch lernen müssen. Und diese beiden Welten zu überbrücken und einen gemeinsamen Nutzen daraus zu ziehen, das ist eine große Herausforderung, an der auch viele Unternehmen und auch wir selber noch hart arbeiten. Eine der größten Herausforderungen für uns als produzierendes Gewerbe sind sicherlich die vollständige Umsetzung der digitalen Transformation in der Produktion. Unternehmern, die die Dekarbonisierung als Chance begreifen wollen und nutzen wollen, sehe ich vor allem im Mittelpunkt, sich den Kundennutzen anzuschauen und vom Kundennutzen rückwärts in die Technologie zu planen. Ein ganz wichtiger Aspekt in der Produktionsforschung ist natürlich immer die sehr starke anwendungsorientierte Forschung. Wir müssen schon zu einem sehr, sehr frühen Punkt darauf achten, dass wir sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten und natürlich hier Lösungen entwickeln, die sehr schnell und sehr, sehr effizient in die Industrie transferierbar sind und am Ende natürlich sowohl Aspekte der Wirtschaftlichkeit als auch der Nachhaltigkeit adressieren. Ein ganz, ganz großes Highlight ist natürlich immer unser Berliner Abend, wo wir eben auch gemeinsam außerhalb des Tagesgeschäfts diskutieren können, was wirklich bei den Unternehmen aktuelle Probleme sind. Produktionsunternehmen und Industrieunternehmen entwickeln sich immer mehr weg von der eigentlichen Produktion hin zu ganzen Ökosystemen mit digitalen Services, mit Innovationseinheiten, mit Angeboten um das eigentliche Produkt herum. Und das braucht Netzwerk, das braucht Partner und das braucht auch den Blick in die Forschung. Und ein Forum wie das PTK ist für den Austausch in diesem Bereich extrem wichtig.